So Freunde, ihr habt das mit Rihanna mit Sicherheit mitbekommen. Zumindest der ein oder andere von euch. Immerhin war der Aufschrei auf medialer Ebene immens groß. Und da mich eure Meinung zu diesem Thema brennend interessiert und ich mir ziemlich sicher bin, dass es unter euch da draußen, also du mit Sicherheit Leute gibt, die Kommentare hier zu dem Thema schreiben können, die mich ein Stück weiterbringen, bedanke ich mich hier schon mal bei euch, dass ihr das Video bis zum Ende guckt und mich auch an euren Gedanken teilhaben lasst. Aber ich erkläre erstmal für diejenigen von euch, die es doch nicht mitgekriegt haben, was vorgefallen ist. Rihanna ist eine Musikerin, die meisten von euch kennen sie. Chris Brown. Under my umbrella. Ella. Sie ist in letzter Zeit sehr irrelevant geworden, also man hört nicht mehr viel von ihr und sie hat halt einen Song gedroppt. In diesem Song hat sie eine Hadithe benutzt. Eine Hadithe, in der unser Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam über die Zeichen des jüngsten Tages spricht. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Hadith ist, hier kurz die Erklärung. Hadithe sind die Worte des Propheten und beschreiben seine Taten und Handlungen. Hier mal die Hadithe in Originalform. في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. Und hier die Hadithe umgewandelt in der Trap Form. Und natürlich waren viele Muslime komplett empört darüber. Vor allem, weil es ja auch nicht das erste Mal war, dass Rihanna sowas gerissen hat. Wer sich zurückerinnern kann an die Fotos, die sie mal auf Instagram gepostet hat, wo sie sich als Muslima verkleidet hatte und vor der Sheikh Zayed Moschee in Abu Dhabi rumposierte. Aber kommen wir zurück zum jüngsten Vorfall. Sie entschuldigte sich natürlich prompt dafür und postete dieses Statement. In diesem Statement behauptet sie, dass das alles unbeabsichtigt war und eigentlich gar nicht so geplant war. Wirklich? Schauen wir uns mal kurz an, was genau in diesem Part gesagt wird, den sie in ihrem Song benutzt hat. Und damit ich keinen Blödsinn labere, habe ich einen Kollegen von mir gefragt, der eigentlich ziemlich bewandt ist in dieser Materie. Und er sagte zu mir, töte die, die Allah jemanden beigesellen. Und damit ihr besser versteht, was damit gemeint ist, hier mal eine Audio dazu. Das ist 100%, das ist Kalkül. Vor allem genau diese Zeile genommen. Ne? Also genau, jemand, der Allah beigesellt, Mushrik, ne? Shirk. Ne? Der sagt, tötet diejenigen, die Mushrikin sind. Und genau diese Zeile haben die genommen, ohne zu erwähnen, dass es ein Hadith ist. Ne? Da wird eigentlich erwähnt, diejenigen, die Muschrikin sind, werden sich töten, diejenigen, die Muslimin sind, werden sich töten. Ungefähr in diese Richtung geht das. Und die Nachbarn werden sich töten. Das sagt der Prophet. Also die Leute werden sich einfach einander alle töten. Er sagt aber nicht, dass die Muslime die Muschrikin töten sollen. Das ist total falsch interpretiert teilweise, weil sie nur diese eine Zeile genommen hat. Und jetzt blicken wir wieder zurück auf ihre Entschuldigung. Sie behauptet, es war unbeabsichtigt. Ein Zufall. Glaubt ihr allen Ernstes, ein weltweit bekannter Musiker wie Rihanna, hinter der ein riesen Management steckt, es fließen wirklich Summen in Millionenhöhe. Glaubt ihr, so jemandem würde so ein fataler Fehler unterlaufen? Per Zufall? Glaubt mir eine Sache, alles, wirklich alles, was so ein Künstler veröffentlicht oder tut und lässt, wird tausendmal beleuchtet. Nichts wird dem Zufall überlassen. Die Frage, die sich uns jetzt also stellt, ist, warum hat sie das gemacht? Naja, darauf gibt es mit Sicherheit mehrere Antworten und genau hier kommt ihr jetzt ins Spiel. Schreibt mir mal eure Theorien unten in die Kommentare rein. Ich werde mir jede einzelne davon durchlesen und völlig egal, wie ausgefallen eure Theorien auch sind. Angefangen von Theorien, die besagen, dass das alles nur für Promo-Zwecke war, da es halt zurzeit nicht so gut läuft bei Rihanna, nicht so wie früher und sie sich halt wieder zum Gesprächsthema machen wollte, bis hin zu Theorien über Satanismus, dem großen Religionskrieg. Ihr wisst ja, die ganzen großen Musiker sind ja bei den Illuminaten unter Vertrag, daher auch diese ganzen Zeichen in ihren Videos. Und der eingeschworene Feind von denen ist halt der Islam. Also lasst eurer Fantasie freien Lauf. Wie gesagt, ich werde jeden Kommentar einzeln durchlesen, aber versucht dabei sachlich zu bleiben. Ich küsse euer Herz, hoffentlich geht's euch und euren Familien immer gut. Ihr bleibt für immer gesund. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Passt auf euch auf, bleibt sauber, bleibt real und denkt immer daran, in jedem von uns steckt ein kleiner Mastak.